8 Schritten zur eigenen Verschwörungstheorie wird präsentiert von Colonel Kers köstlichem Knusperhühnchen. Kaufen Sie jetzt Colonel Kers köstliches Knusperhühnchen. Was geht ab, ihr schönen Menschen? Die SaaS-Gamer hat gefragt, kommt eigentlich noch das Video zu den Verschwörungstheorien? Also wie sowas entsteht, könnten so einige Deppen auf Facebook gebrauchen. Ja, natürlich kommt dieses Video und zwar heute. Es ist nicht so ein wirkliches Erklärungsvideo, wie sowas tatsächlich entsteht. Es ist vielmehr ein Guide, wie man selbst seine eigene Verschwörungstheorie in die Welt setzen kann. Und wenn man das sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann kann man auch verstehen, wie die Verschwörungstheorien, die es jetzt schon gibt, funktionieren. Das erkläre ich jetzt. Schaut zu und lernt. Schritt 1. Finde eine relativ normale Erscheinung im Alltag, wie zum Beispiel das flackernde Licht einer Straßenlaterne. Schritt 2. Überlege dir eine Idee, die, falls sie wahr wäre, ein abscheuliches Verbrechen gegen den Otto-Normalverbraucher darstellen würde. Es sieht fast so aus wie Kamerablitzlicht bei all dem Flackern. Wie bei Kameras. Schritt 3. Mach weiter, indem du es mit ihnen verbindest, wer auch immer sie sind. Was ist, wenn die Regierung die Straßenlaternen als getarnte Überwachungskameras nutzt? Schritt 4. Finde Fakten, die deine Theorien untermauern. Falls zu schwer, springe zu Schritt 5. Oh Gott! Schritt 5. Trommle Unterstützung für deinen Fall zusammen. Benutze kurze, einprägsame Sätze, um die Öffentlichkeit auf dich aufmerksam zu machen. Werden eure Kinder von der Regierung beobachtet? Schritt 6. Mit der Unterstützung kannst du nun Forderungen stellen und stärkere Anschuldigungen äußern. Wenn die nichts zu verstecken haben, warum ist es dann illegal, Straßenlaternen abzusägen und nach Kameras zu durchsuchen? Hä? Schritt 7. Du wirst auf Widerstand stoßen, aber bedenke, Angriff ist die beste Verteidigung. Was meinen Sie mit keine Beweise? Es gibt verschiedene Wissenschaftler, Sternchen, die das alles bestätigen. Wer bezahlt sie eigentlich? Die Regierung? Ich will ihre Gehaltsabrechnung sehen. Sternchen, Wissenschaftler zu zitieren ist großartig. Ihr Fachgebiet ist nebensächlich. Wie zum Beispiel Professor Johnson, Entomologe, Hobby-Elektriker, der etwas zu dem Flackern von Straßenlaternen erzählen kann. Schritt 8. Mache jetzt mit deinem Kreuzzug weiter, bis sie ihre Verbrechen zugeben. Oder bis du etwas Dringenderes entdeckst. Warum werden Hotdog-Würstchen und Hotdog-Brötchen nicht gleich oft verkauft? Oh mein Gott!